Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Buchvorstellung. Nach langer Zeit gibt es mal wieder einen Ratgeber. Und zwar ist das dieser hier, Kinesiologie für Kinder, wie sie Lernblockaden abbauen, aus dem GU Verlag. Das Buch ist von Ludwig Koneberg und Gabriele Förder, ist das meistgekaufte Buch zu diesem Thema und kostet 12,99 Euro. Stress blockiert einfach immer mehr Kinder beim Lernen. 40% der Grundschüler zeigen schon irgendwelche Lern- oder Verhaltensauffälligkeiten. Und es geht einfach darum, diese Blockaden aufzulösen. Die Kinesiologie, das ist einfach die Lehre von der Bewegung. Und der Grundgedanke dieser Kinesiologie ist, dass Bewegung und körperlich-seelisches Wohlbefinden sowie dass die Denkfähigkeit eng zusammenhängen. Mit gezielten Übungen sollen diese Lernblockaden einfach aufgelöst werden. Die Grundlage dessen ist die traditionelle, heute habe ich es wirklich mit dem Sprechen, die traditionelle chinesische Lehre von dem Energiefluss im Körper sowie neueste Erkenntnisse der Gehirnforschung. Und hier drin gibt es dann einfach wirklich einfache spielerische Übungen, die man auch, was ich sehr gut finde, zusammen mit dem Kind machen kann, also Eltern und Kinder, was wieder so die Beziehung stärkt. Und neben den Lernblockaden werden auch belastende Situationen im Familienalltag aufgelöst. Und das Buch ist auch für Erwachsene, denn oft ist man einfach auch selbst gestresst oder auch im Umgang mit den Kindern angespannt, gerade wenn die so eine Lernblockade haben. Und da finde ich es gut, wenn man das dann auch für sich persönlich als Elternteil anwendet. Ja, die Übungen werden einfach durch zahlreiche Bilder veranschaulicht und es gibt auch noch ein großes Poster, wo so die wichtigsten Übungen, sag ich mal, drauf sind. Das kann man dann direkt ins Kinderzimmer hängen, von mir aus auch ins Wohnzimmer, wo auch immer man dann diese Übungen macht. Und ich glaube, das ist auch nochmal so eine Motivation, das jeden Tag zu machen, wenn man dann dieses Poster vor Augen hat und daran erinnert wird, was denn noch für Übungen auf dem Plan stehen. Zum Aufbau des Buches, es geht erstmal darum, was Kinesiologie überhaupt ist. Dann darum, wie man die Lernblockaden seines Kindes erkennt, vor allen Dingen auch erkennt, welche Lernblockaden das Kind hat und welche Übungen man daraufhin dann anwenden muss. Darum geht es dann im darauf folgenden Kapitel, darum die Lernblockaden aufzulösen. Da gibt es dann auch die gezielten Übungen dazu. Und der letzte Teil des Buches ist dann nochmal für Erwachsene. Das fand ich persönlich sehr interessant, hilfreich und auch wirklich lehrreich. Und ich kann mir vorstellen, das irgendwann in der Zukunft vielleicht selber mal anzuwenden. In dem Buch steht natürlich viel Theoretisches zur Kinesiologie. Aber das muss dann jeder selbst für sich entscheiden, wie intensiv er sich auch mit dem Thema beschäftigen möchte. Ob er sich da wirklich alles durchlesen möchte oder ob ihm die Grundsätze reichen und er dann mit den Übungen weiter fortfahren möchte. Es gibt auch ein Kurzprogramm der Übungen, was ich sehr, sehr gut für den Alltag auch finde, was sich dann immer auch wirklich einbauen lässt. Es gibt viele Fallbeispiele, was ich immer gut finde. Viele Darstellungen, es ist bunt gegliedert, dadurch auch wirklich übersichtlich. Ihr habt dann hinten am Ende des Buches nochmal weiterführende Adressen und Bücher, die nochmal weiterhelfen können, wenn man sich jetzt über dieses Buch hinaus noch weiter informieren möchte. Und ich persönlich kann jedem Elternteil nur dieses Buch empfehlen, auch wenn das Kind wirklich nur kleine Auffälligkeiten hat, weil dieses Buch lehrt einen, dass das Kind das nicht mit Absicht macht, dass es sich nicht mit Absicht gegen das Lernen sträubt oder sich dumm stellt. Und dadurch versteht man sein Kind, man reagiert selber nicht mehr so gereizt darauf, ist selber nicht mehr so gestresst und hilft sich dadurch ja auch irgendwo gegenseitig. Man selber wird gelassener, man findet endlich einen Weg, seinem Kind zu helfen, halt auf eine andere Art und Weise, aber Hauptsache dem Kind wird geholfen. Und ich glaube, wenn man dann die kleinen Erfolge sieht, das motiviert dann, das pusht dann und es stärkt vor allen Dingen nochmal so diesen Familiensinn. Also mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Ich kann jetzt natürlich keine Erfahrungstipps geben, weil mein Kind einfach noch keine Verhaltensauffälligkeiten oder Lernblockaden hat. Aber vielleicht hat ja der eine oder andere von euch so ein Kind oder hat vielleicht dieses Kinesiologie-Programm schon mal ausprobiert, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir das unten in den Kommentaren mal schreiben würdet. Und ansonsten hoffe ich, dass euch diese Ratgebervorstellung wieder gefallen hat. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!